Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr konntet es gerade sehen, hier in der Küche läuft das Wasser im Waschbecken nicht mehr richtig ab. Der Abfluss ist verstopft. Da werden sich unten im Siphon meistens, aber auch vielleicht im übrigen Abwasserrohr, Fettschichten, Haare, Schmutzpartikel, Speisereste etc. abgesetzt haben, sodass auf Dauer jetzt der Abfluss nicht mehr gut funktioniert. Und da kam der Green Tornado genau richtig für mich. Ich wurde von dem Unternehmen angeschrieben, ob ich das Produkt einmal in einem meiner Videos vorstellen möchte. Und da dachte ich mir, ja, das passt. Der Abfluss läuft ohnehin sehr schlecht ab. Also probiere ich das Produkt mal aus und das möchte ich machen. Bevor wir loslegen, stelle ich euch den Green Tornado nochmal vor. Und das, was ich darüber bisher gelesen, gehört und auch gesehen habe, fand ich sehr gut. Deshalb bin ich gespannt, wenn wir ihn ausprobieren gleich, wie gut er tatsächlich funktioniert. Ich würde euch sagen, ich zeige euch das Produkt erstmal, erzähle ein bisschen was darüber und danach wenden wir es dann hier im Beispiel meiner Spüle an. Denn so lange haben wir auch noch ein bisschen Zeit, bis das Wasser, was sich hier noch gesammelt hat, unten so ein bisschen abfließen kann. Denn wir können das nicht anwenden, wenn das Waschbecken komplett voll ist. Wir müssen also warten, bis das Wasser abläuft und so lange überbrücken wir die Zeit hier mit der Erklärung des Green Tornados. Während die letzte Fitze jetzt noch im Waschbecken abläuft, habe ich hier mal den Deckel abgemacht von unserem Green Tornado. Hier könnt ihr das Pulver sehen, womit wir gleich versuchen werden, den Abfluss einmal frei zu bekommen. Und wer den Green Tornado selbst mal ausprobieren möchte, schaut gern mal unten in die Videobeschreibung rein. Dort habe ich euch das Produkt mal verlinkt. Ihr könnt es dort völlig gratis einmal testen. Es entstehen auch keine Versandkosten. Es wird also wirklich jeder mal die Möglichkeit, das Produkt selbst zu testen und sich davon auch zu überzeugen. Mit dem Green Tornado kann man Verstopfungen in Abflüssen, was wir gleich versuchen, aber auch Verstopfungen in Toiletten lösen. Zudem ist er aber auch noch als Universalreiniger einsetzbar. Ob jetzt Bad oder Küche spielt dabei gar keine Rolle. Er arbeitet mit der Kraft oder mit der Power von Sauerstoff. Er ist somit also auch frei von Chemie und damit auch schonend zur Umwelt. Und was auch sehr gut funktionieren soll, ist hartnäckige Ablagerungen, zum Beispiel in Toiletten, solche Ränder, Spülränder etc. sollen auch mit dem Green Tornado sehr, sehr gut weggehen. Also von daher auch als Reiniger eine richtige Alternative. Im Hintergrund könnt ihr jetzt vielleicht schon den Wasserkocher hören. Ich mache Wasser warm, denn mit heißem Wasser arbeitet der Green Tornado besser. Dabei müsst ihr aber darauf achten, dass wirklich die Abflüsse auch noch in einem guten Zustand sind, weil sonst vielleicht die Wirkung zu stark sein kann. Das heißt, wenn ihr alte Abflüsse habt oder Abflüsse habt, die nicht mehr ganz dicht sind, dann nehmt auf jeden Fall lieber kaltes Wasser. Ja, das Wasser ist jetzt abgelaufen. Es hat tatsächlich noch fast 20 Minuten gedauert. Und jetzt werden wir das einmal anwenden. Für Abflüsse reichen 2 Esslöffel. Das heißt, ich werde jetzt hier mal 2 Esslöffel nehmen, die ich mir hier einmal in meinen Messbecher reinmache. Und dann werden wir jetzt das Wasser, was wir gerade kochen, ungefähr 1 Liter, hier in den Abfluss reingeben. Ich bin gespannt, ob jetzt überhaupt zu viel reinpasst. Also der Siphon ist relativ weit unten. Es könnte sein, dass ich dann 1 Liter reinkriege, weil ich gehe davon aus, dass die Verstopfung im Siphon drin ist. Ich werde jetzt mal das heiße Wasser holen, dann kippen wir das rein und dann bin ich mal gespannt, ob wir hier den Abfluss mit frei bekommen. Ich habe jetzt hier mein heißes Wasser geholt und jetzt kippe ich das einmal in den Abfluss rein und ich bin gespannt, ob wir den ganzen Liter oder fast den Liter hier reinbekommen. So, und jetzt sehe ich schon, dass das Wasser oben wieder ansteigt, das heißt, ich höre jetzt auf und gebe jetzt hier meinen Schaum mit dazu, dann bin ich gespannt, was passiert. So, ich habe jetzt kurz einmal die Kamera umgestellt und jetzt kann man schon sehen, wie das hier hochkommt, außen Abfluss. Jetzt bildet sich dieser Powerschaum, der versucht jetzt gegen die Verstopfung gegen anzuarbeiten. Deshalb wird es natürlich auch hier nach oben gedrückt und ja, mit heißem Wasser kann man, wie gesagt, den Effekt etwas verstärken. Ich habe es gemacht, weil bei mir die Abwasserleitungen noch in Ordnung sind. Und jetzt müssen wir das Ganze 5 Minuten einziehen lassen und danach dann gut mit Wasser wieder ausspülen. Und da bin ich gespannt, wie gut das Wasser am Ende abläuft. 5 Minuten sind jetzt um und ja, man kann sehen, dass so der Schaum noch ein bisschen mehr nach oben gekommen ist. Das Ganze ist übrigens auch völlig geruchsneutral. Es riecht im Prinzip leicht nach dem Reiniger, wie man es kennt aus dem Badezimmer. Also jetzt nicht, dass man da irgendwie denkt, das würde stark nach Chlor oder irgendwas anderes riechen. Dem ist nicht so. Ja, jetzt heißt es einmal richtig nachspülen und jetzt kommt es natürlich darauf an,
Ich hoffe, der Abfluss ist frei. Das Wasser müsste ja dann gut ablaufen und sich nicht mehr so sammeln wie vorhin. Wir probieren es mal aus. Ich würde sagen, Wassermarsch. So, jetzt kommt hier oben auch noch so ein bisschen von dem Schaum mit raus. Er drückt natürlich dann auch aus jeder Ritze. Aber wie man sehen kann, läuft das Wasser aus. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber jetzt scheint sich die Verstopfung tatsächlich gelöst zu haben. Ja, wunderbar. Der Abfluss ist wieder frei. Ihr konntet das, glaube ich, gerade ganz gut sehen. Erst hat es so ein bisschen gebraucht, dann hat sich diese Verstopfung gelöst und dann lief das Wasser ab und der Schaum ist dann auch mit runtergegangen. Ja, wunderbar. Die Alternative wäre jetzt gewesen, ich hätte unten den fest verbauten Mülleimer, der meistens hier unter der Küchenspüle ist, abschrauben müssen, die ganzen Reiniger, die man dort lagert, rausmachen müssen, mich drunter legen müssen, das Siphon abschrauben müssen, sauber machen müssen und dann wieder alles zusammenbauen müssen. Hätte mit Sicherheit eine halbe bis dreiviertel Stunde gebraucht. So waren es keine 10 Minuten hier mit dem Green Tornado. Einfach ein bisschen Wasser aufkochen, 2 Esslöffel hier in den Abfluss reingeben, 5 Minuten warten und einmal ordentlich gründlich nachspülen und die ganze Sache ist dann erledigt. Das Ganze, wie gesagt, frei von Chemie. Es arbeitet wirklich nur mit der Kraft des Sauerstoffes. Also so gesehen auch eine umweltschonende Sache. Da braucht man sich also keine Sorgen machen, dass jetzt hier irgendein Reiniger verwendet wird, der zu Lasten der Umwelt geht. Und hier nochmal der Hinweis, wer es ausprobieren will, nur über meinen Link, den ich euch unten in die Videobeschreibung reingepackt habe, bekommt ihr eine Gratisprobe. Da könnt ihr es selber mal ausprobieren. Falls ihr gerade keinen verstopften Abfluss habt, ist es gar nicht schlimm. Das kann man sich auch mal auf Halde legen. Wenn es dann mal so weit ist, dann seid ihr froh, dass ihr vielleicht nicht unter die Küchenspüle oder wo auch immer drunter krabbeln müsst. Ja, das war das Video. Abfluss einfach frei bekommen. Es hat geklappt. Ich bin begeistert. Wenn ihr es auch seid, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.